Pflanzen oder Tiere waren bedroht vom Strahlentod. Auch die Kinder sollten besser drinnen bleiben. Denn im Kraftwerk starben viele und man räumte die Region. Doch die Todeswolke ließ sich weiter treiben. Warum gibt hier denn keiner Entwarnung? Sonst herrscht hier doch gründliche Planung. Was soll dann der Daueralarm? Was soll dann der Daueralarm? Das Feuer im Chemiewerk, ja, der Fluss war seltsam rot. Tote Fische schwammen rücklings auf den Wellen. Wasser gab's vom Wasserwagen, alles strengstens rationiert. Schüsseln waren täglich vor die Tür zu stellen. Warum? Und schon fürchten Menschen mehr, weil ein Virus sie bedroht und die Todesangst die Lust zerstört zum Lieben. Warum gibt hier denn keiner Entwarnung? Sonst herrscht hier doch gründliche Planung. Was soll dann der Daueralarm? Was soll dann der Daueralarm? Warum gibt hier denn keiner Entwarnung? Sonst herrscht hier doch gründliche Planung. Was soll dann der Daueralarm? Doch den Menschen sind Wahnsinn. Die Gefahren sind gebannt. Wir haben Zukunft, Zukunft.